Kapitel 9. Nach einer Ewigkeit wurde ich hereingerufen. Ich stand auf, drehte mich um zu dem Platz, an dem Swash gesessen hatte, stolzierte dann in die Halle und wartete auf die Meldung, dass ich anfangen durfte. Aber nichts kam. Es waren von den 24 Tributen schon 22 dran gewesen. Also musste ich etwas extrem Gutes hinlegen. Ich stand vor den Spielmachern, drehte mich um zu sehen, was ich machen könnte. Ich sah, dass mit den Wässern gearbeitet wurde. 9 Stück steckten in 3 Puppen. Bei der ersten waren 3 im Kopf, bis zum Heft drin. Bei der zweiten war eins im Kopf, eins im Oberschenkel und das andere verfehlte knapp den herzförmigen Fleck, der anzeigte, wo das Herz lag. Und bei der dritten Puppe steckten alle 3 Messer im Herz. Aber das Seltsamste fand ich, dass es nur 9 statt 10 Messer waren. Aber egal. Ich musste was vorführen. Und alle Speere waren quer verteilt und alle Fallen gestellt. Ich machte mich bereit. Ging zum Ende der Halle an die Wand, rannte los und sprang mit einem Salto auf den Barren und landete mit beiden Füßen. Jetzt hatte ich die volle Aufmerksamkeit der Spielmacher. Ich sprang ganz leichtfüßig von dem Barren ab und stand oben auf einem Holzbalken, der zur Tarnungsstation gehörte. Er hielt irgendetwas, was ich nicht deuten konnte. Von der Tarnungsstation kam ich ganz leicht zu der Station mit der Schleuder. Ich sprang und nahm den großen Barren in der Mitte des Raumes für die Hände. Ich hielt den Barren fest, mit beiden Händen holte ich aus und rollte mich geschickt oben auf den an die Wand gestapelten Turnmatten ab. Okay, jetzt kam etwas Schweres. Es gab eine Station noch. Dann kam ich an die Schleuder. Und die Station war mein Problem. Es waren die mit den Messern. Also rannte ich oben auf den Turnmatten los, sprang ab und landete mit den Füßen auf der ersten Puppe. Machte ein Luftrad zur zweiten, so dass ich mit dem Handstand auf ihren Schultern stand. So, dann fehlte mir nur noch eine Puppe. Wenn ich am Rand der jetzigen Puppe mich mit einem Rad abstoßen könnte, könnte ich sie erreichen, so leichtfüßig wie ich war. Also begann ich mit dem Rad weiterzumachen, ließ die Puppe mit den Händen los, um sie nicht umzuwerfen. Jetzt musste ich nur mit den Füßen aufkommen. Ich konnte hören, wie die Spielmacher die Luft anhielten. Und da passierte es. Ich rutschte mit den Füßen ab, drohte auf die Puppe zu stürzen. Ich hatte Angst, mich zu verletzen. Dabei waren es von der Puppe nur noch eine Armlänge bis zum Netz, wo ich klettern konnte. Da merkte ich, wie die Puppe schwankte, und ich berührte sie nur noch mit meinem linken Fuß, bevor sie umfiel. Ich machte mich so lang, wie es nur ging, um nicht auf den Boden zu knallen, und machte die Augen zu, um die Spielmacher auszublenden. Ich wollte sie erst wieder öffnen, wenn ich auf dem Boden lag oder im Netz war. Aber ich glaubte mehr an den Boden als an das Netz. Doch da fühlte ich etwas an den Händen, packte zu und machte die Augen auf. Und ein Freudesschrei durchzuckte mich. Ich hatte es gerade noch zurückhalten können, denn ich hatte das Netz erreicht. Das Einzige, was in diesem Moment nicht vor Freude seufzte, war die Puppe. Sie lag nämlich jetzt auf dem Boden. Aber ich musste weitermachen. Also drehte ich mich jetzt wie eine Spinne im Netz um. Mit dem Kopf nach unten kletterte ich zum Rand, schnappte mir die Schleuder, steckte sie in meinen Gürtel und kletterte schnell wieder nach oben. Oben angekommen sah ich ein Messer in der Wand stecken, knapp neben dem Band, das das Netz hielt. Ich riss das Messer aus der Wand und sägte das Band mit einer Hand durch, mit der anderen hielt ich mich gut fest. Und mein Plan ging auf. Das Band löste sich und ich steckte das Messer in den Mund, hielt mich mit beiden Händen fest. Das Netz schwang stark nach rechts, riss die Halterung aus der Wand und ich schwang mit dem Netz wie mit einem Seil durch den Raum, landete mit einem Rückwärtssalto auf einem Bock und von da aus warf ich das letzte Messer auf die äußerste Puppe und traf auch noch den herzförmigen Fleck. Dann drehte ich mich mit einer schnellen Bewegung und riss gleichzeitig die Schleuder aus dem Gürtel. Ich legte alle 3 Kugeln ein und traf von allen 3 Zielscheiben fürs Bogenschießen den roten Punkt in der Mitte. Ich drehte mich zu den Spielmachern und sagte mit hämischem Grinsen im Gesicht, während ich mich gleichzeitig auf den Bock fallen ließ, wenn das mal keine 30 Punkte sind. Die Spielmacher hatten den Mund offen. Zufrieden rutschte ich vom Bock und ging aus der Tür, wo ich hingeleitet wurde. Am Abend wurden die Punkte vergeben. Alle Angeber hatten 8 bis 10 Punkte bekommen. Und die meisten anderen hatten alle rund um 5. Ich hatte sage und schreibe 7 Punkte erreicht. Und Cedar, Maggie, Chris und Swash applaudierten. Somit hatte ich nicht viel weniger als Swash mit seinen 10 Punkten. Aber er erklärte nicht, wie er das geschafft hatte. Aber für ihn kann das nur gut sein, da er den Angebern das Angebot ausgeschlagen hatte, Mitglied in seiner Gruppe zu werden, was ich eigentlich nur klasse fand. Das Training ging noch weiter, aber ich machte nur noch ein und dasselbe dort.